zentralen Meldungen war der Anstieg der EEG-Umlage, der vermeldet wurde, auf von derzeit 5,27 Cent auf jetzt wahrscheinlich 6,3 Cent. Diese Meldung war zu erwarten, jetzt etwa zum 15. Oktober. Und es war auch zu erwarten, dass das etwas eher durchgestochen wird. Deswegen war es aus meiner Sicht richtig, genau zu diesem Thema, das im Moment sehr viele Menschen natürlich deswegen beschäftigt, einen Antrag vorzulegen. Wir haben auf der letzten Landtagssitzung etwas gesagt zum Thema, wie können wir konkret die Einspeisevergütung bei vielen regenerativen Energien absenken, ohne die Energiewende zu gefährden. Wir sagen jetzt etwas zum eigentlichen Hauptproblem, der Frage, wieso ist die Energiewende in Deutschland scheinbar so teuer? Warum ist die EEG-Umlage so hoch? Warum entstehen die Probleme für die Stromverbraucher? Und nach einem Gutachten der Bündnisgrünen Bundestagsfraktion ist es eben so, dass der Anstieg, und Sie hatten etwa diesen Anstieg vorhergesagt in dem Gutachten, zu nur 13% auf den Zubau erneuerbaren Energien zurückzuführen ist, zu etwa 25% darauf zurückzuführen sind auf ausufernde Entlastungen der sogenannten, muss man jetzt wirklich sagen, energieintensiven Industrie, die ursprünglich geschützt werden sollten, weil sie in einem internationalen Markt stehen. Und vor allem die FDP, die jetzt in diesem Fall wirklich zum Glück aus dem Bundestag hinausgeflogen ist, die sich massiv dafür eingesetzt haben, da ihre Klientel zu entlasten und letztendlich das auf Kosten der allgemeinen Stromkunden durchgesetzt haben. Aber, und das ist das Entscheidende, die 50% des Anstieges sind schlicht auf den Mechanismus zurückzuführen, dass der Börsenstrompreis zurzeit sinkt und damit automatisch, egal ob man irgendwas dazu baut oder nicht, die EEG-Umlage sich erhöhen muss. Und zu diesem konkreten Problem legen wir Ihnen einen Antrag vor. Wir stellen im Punkt 1 fest, dass der CO2-Zertifikatehandel aus unserer Sicht klimapolitisch wirkungslos ist und dringend reformiert werden soll. Da steckt ein positives Signal drin für den CO2-Zertifikatehandel, weil wir hätten genauso gut sagen können, wir schaffen ihn einfach ab und ersetzen ihn durch eine CO2-Steuer. Aber nein, wir sagen, es hat da derartig viele internationale Verhandlungen gegeben. Die wollen wir nicht einfach über Bord werfen, weil es im Moment nicht läuft. Der zentrale Grund übrigens, warum es nicht läuft, ist klar. Das hat eben nicht direkt was mit Markt zu tun. Man wollte einen Markt herstellen, sondern am Beginn des Marktes steht die Austeilung und die Verteilung von CO2-Zertifikaten. Und da man sich natürlich wirtschaftsfreundlich verhalten wollte und die eigene Industrie nicht unnötig unter Druck setzen wollte, war man relativ freigebig mit diesen Zertifikaten, was logischerweise dazu geführt hat, dass der Preis dieser Zertifikate ins Bodenlose gefallen ist. Er liegt momentan irgendwas um die 3 bis 4 Euro. Und alle Fachleute sind sich einig, in einem Preisbereich von 30 Euro fängt das Ganze an, richtig zu wirken. Ein Land in der EU, und das ist für mich erstaunlich, dass Großbritannien das ausgerechnet war, hat eine sehr logische Konsequenz gezogen. Die CO2-Zertifikatehandel ist vor allen Dingen eingeführt worden, weil man befürchtete, es könnte eine CO2-Steuer geben. Deswegen ist dann irgendwann auch die Wirtschaft beigetreten, hat gesagt, dann machen wir da keinen Widerstand, macht diesen Zertifikatehandel, wir lassen das mit der Steuer. Großbritannien hat jetzt eine Mindestbesteuerung eingeführt. In Großbritannien beläuft sich der Wert pro Tonne CO2 auf etwa 19 Euro umgerechnet, 16 Pfund sind das da konkret. Wir schlagen also jetzt vor, ein ähnliches Instrument, und das heißt also ein bewährtes Instrument innerhalb der EU einzuführen, auch in Deutschland. Und das würde bedeuten, mit dem Schritt anzufangen, 15 Euro, es liegt sogar also noch unter dem von Großbritannien, und wenn Sie da einen Änderungsantrag machen, um die Erhöhung auf 20 Euro hinzubekommen, bin ich natürlich durchaus dankbar, würden wir sofort zustimmen. Aber wir wollen eben zeigen, dieser schrittweise Anstieg und vor allen Dingen auch für die Wirtschaft berechenbare Anstieg auf dann 20 Euro, sodass wir ein wirkliches, wirksames Klimaschutzinstrument bekommen. Und damit würde Folgendes passieren. Durch den Anstieg der CO2-Zertifikate würden sich die Preise für Braun- und Steinkohlestrom verteuern und die Gaskraftwerke kämen wieder stärker ins Spiel. Diese Gaskraftwerke, und da sind sich alle demokratischen Fraktionen einig, sind die richtigen Kraftwerke für den Übergang im Bereich der Energiewende. Wir brauchen sie, um eine gesicherte und auch kostengünstige Stromversorgung hinzubekommen. Genau diese Kraftwerke würden also wieder zum Tragen kommen. Und weil natürlich die Frage steht, wer bezahlt denn das Ganze, ist eine der wesentlichen Ideen, die wir im letzten Satz drin stehen haben, dass wir sagen, die eingenommenen Gelder möchten wir gerne der EEG-Umlage zuführen. Das kann man durchaus strittig stellen, inwieweit das fiskal theoretisch möglich ist. Ich sehe, dass es in jedem Fall machbar ist. Es würde aber dazu führen,
dass die zusätzlichen eingenommenen Mittel genau den Stromkunden auch wieder zur Verfügung gestellt werden, wir aber insgesamt die gewollte Umsteuerung hinbekommen. Und diese Umsteuerung ist nicht nur deswegen wichtig, weil wir sie brauchen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Sie ist auch wichtig, um den richtigen Kraftwerkstyp am Markt so lange wie möglich zu halten, den wir dringend für die Realisierung der Energiewende brauchen. Zurzeit ist das Signal natürlich durchaus verheerend. Es ist nämlich so, dass tatsächlich die CO2-Emissionen Deutschlands steigen, obwohl wir massiv regenerative Energien ausbauen. Der Grund ist klar. Es ist einfach so, dass durch diesen verfallenen Zertifikatehandel die Braun- und Steinkohlekraftwerke die Lücke der Atomkraft massiv schließen und wir sogar Fälle haben, und zwar in erheblichem Umfang, dass Gaskraftwerksbetreiber ihre Kraftwerke stilllegen und abmelden vom Markt, weil sie sagen, zu den derzeitigen Marktbedingungen ist dieser Kraftwerkstyp in Deutschland nicht zu finanzieren. Und wenn Sie sich den Antrag durchlesen, ich finde, da sind mehrere sehr interessante Hinweise. Eins zum Beispiel, das wusste ich selber nicht, das ist erst durch die Erarbeitung des Antrags nochmal zustande gekommen, das sogenannte Backloading. Ich habe das in der Vergangenheit hier schwer kritisiert, weil die EU hat sich diesem Backloading verweigert. Der Bundesumweltminister hatte massiv dafür geworben. Der damalige Wirtschaftsminister, er ist sogar noch aktuell, Herr Rösler, hat sich dem klar verweigert. Und ein Anruf der Bundeskanzlerin hätte genügt, um das durchzusetzen. Dieses ist damals gescheitert, weil die Bundeskanzlerin diesen Anruf nicht getätigt hat. Inzwischen ist aber dieses Backloading passiert, relativ unbemerkt, allerdings auch sehr stark abgeschwächt, aber es ist passiert. Und es wird sehr unterschiedlich beurteilt. Also gerade die CDU-Fraktion im Europaparlament ist nach wie vor dagegen, hält es für eine Wendehalspolitik, obwohl alle aus dem Bereich Umwelt und auch die zuständige Kommissarin und auch andere Fraktionen ganz klar sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn er nicht ausreichend gewesen ist, weil der CO2-Zertifikatehandel hat sich durch diesen geringen Umfang des Backloadings seitdem nicht wirklich erhöht. Den Rest, und da gibt es noch einiges sicherlich dazu sagen, werde ich dann gerne in der Debatte vortragen. Ich danke Ihnen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Peterreit, vielleicht können Sie in der NPD-Fraktion einfach mal die ganz einfache Frage klären, ob Sie den Klimawandel nun für existent halten oder nicht. Sie erklären immer, Sie wollten irgendwas dazu machen. Ihr Fraktionsvorsitzender erklärt, er hält das alles für eine Verschwörungstheorie. Das ist eine relativ elementare Frage, die offensichtlich auch eine Menge Geld kostet. Und deswegen wäre es sinnvoll, Sie bilden sich mal eine Theorie dazu, wie Sie dazu stehen wollen. Aber zurück zu den Argumenten. Ich kann verstehen, dass Sie sagen, wir möchten eine gesamteuropäische Lösung. Aber das Problem ist, wir werden sie nicht kriegen. Und zwar auf absehbare Zeit nicht kriegen. Und wenn wir uns die Situation des Euro zurzeit angucken, die wirtschaftliche Situation der südlichen Länder in Europa angucken, dann brauche ich kein Wahrsager zu sein, um zu sagen, das ist angesichts existenzieller Probleme von Menschen in den südlichen Ländern der Europäischen Union kaum denkbar, dass die sagen, und das ist leider so, das sind eure Luxusprobleme, die ihr bewältigen wollt. Erst kommt unser Essen und dann kommt eure Moral zum Thema Klimaschutz und so weiter. Was nützt uns das, wenn in 100 Jahren die Wassermassen nicht ganz so stark steigen? Uns steht jetzt das Wasser existenziell bis zum Hals. So, und weil das so ist, glaube ich, wir müssen anfangen, über nationale Lösungen nachdenken, die insgesamt die EU voranbringen, weil wir zeigen können, dass eine starke Volkswirtschaft dadurch nicht massiv geschwächt wird, sondern am Ende sogar durch eine Effizienzsteigerung der Gesamtwirtschaft gestärkt aus einem solchen Prozess herausgeht. Herr Borchert, Sie haben ja erwähnt das Sachverständigengutachten, und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Das ist am Dienstag rausgekommen. Und das Gutachten sagt auf Seite 5, das ist der Sachverständigenrat für Umweltfragen, beauftragt von der schwarz-gelben Bundesregierung, die arbeiten dazu in Umweltfragen, und die stellen diese ganzen Professoren auf Seite 5 fest, der Erfolg der Klimawende hängt daher entscheidend von einem ausreichenden CO2-Preissignal ab. Genau das, was wir gesagt haben. Also sind wir uns, glaube ich, unter den demokratischen Fraktionen auch einig. Und dann kommen sie auch zu einer Konsequenz, und die sieht so aus. Darüber hinaus sollte Deutschland nach britischem Vorbild eine nationale CO2-Mindestbesteuerung einführen, insbesondere wenn die schnelle Reform des europäischen Emissionshandels nicht gelingen sollte.
Und das ist genau die Feststellung zurzeit. Und das ist eigentlich auch die Feststellung aller Menschen, die im Europäischen Parlament sitzen, die ich kenne, dass sie sagen, das war jetzt der schwächste, aber noch mögliche Kompromiss. Mehr ist momentan nicht drin. Und wir haben Europawahl nächstes Jahr. Und wenn Sie sich angucken, wie die befürchteten Ergebnisse sind, zum Beispiel in Frankreich, Le Pen und so weiter, dann wissen wir, dass die Eurokritiker noch stärker damit reinkommen. Wenn wir über gesamteuropäische Lösungen reden, dann ist das natürlich auch ein Verabschieden, und zwar von einer weltweiten Lösung, die wir im Kyoto-Prozess ja durchaus angestrebt haben und wo sich auch wieder alle Fachleute einig sind. Wir werden auf weltweiter Ebene momentan keine Lösung hinbekommen. Das liegt nicht an schlechter Verhandlungsführung oder irgendwas, sondern an konkreten wirtschaftlichen Vorteilen, die sich einzelne Länder sozusagen erhoffen, und sie sehen sich ausgebremst durch einen Kyoto-Prozess, den sie so nicht wollen. Und zwar nicht in der Form, wie wir ihn haben, und auch nicht in irgendeiner anderen Form. Und deswegen hängt es eben wirklich davon ab, wie gehen wir damit um. Das Thema neue Kraftwerke. Wir haben in Deutschland im Jahr 2013, auch das für mich völlig neu, im Jahr 2013 sind 5.300 MW neue Kohlekraftwerke ans Netz gegangen. 5.300 MW. Wir reden nicht vom Abschalten, weil wir sagen, wir brauchen die als Grundlast, sondern wir haben 5.300 MW neu in Betrieb genommen. Das heißt, auch die Frage, und das würde ich durchaus ernsthaft diskutieren wollen, die Frage, ob wir eine CO2-Obergrenze nicht einführen können und wollen, vielleicht ist das ja sogar auf Landesebene möglich. Deswegen würde ich auch, das sage ich jetzt mal gleich in Richtung Präsidium, den Antrag stellen, diesen Antrag in den Energieausschuss zu überweisen, um diese weitergehenden Fragen dann zu diskutieren und auch die offenen Fragen aus diesem Antrag weiter zu diskutieren. Ich will noch einen Satz sagen zum Thema Zertifikatehandel. Ich habe deutlich betont, ich kann das letztendlich nicht bis ins Letzte einschätzen. Ich möchte diesem System noch eine Hoffnung geben. Aus dem, was ich bisher erkannt habe, kann ich Ihnen nur sagen, das System ist gescheitert, weil es systemimmanent scheitern muss. Das Problem ist nämlich folgendes. Wenn Sie die Zertifikate derartig verknappen, dass Sie auf 30 Euro in etwa kommen, wo wir alle davon ausgehen, ab da wird es richtig wirksam, und wir haben eine bestimmte wirtschaftliche Entwicklung in einen Aufschwung in bestimmten Ländern oder was weiß ich, dann gehen uns die Preise für die Zertifikatehandel innerhalb sehr kurzer Zeit völlig durch die Decke nach oben. Und weil die Wirtschaft genau diese Sorge hat, und sie ist nicht völlig unberechtigt, sind sie massiv gegen eine sehr starke Verdünnung der CO2-Zertifikate. Bei dem jetzigen System können alle mit leben, weil praktisch wirkungslos. Wird das aber richtig verknappt, dann entsteht das Risiko, dass das Pendel in die andere Richtung so stark ausschlägt, dass es wirklich wirtschaftlich dramatische Folgen haben könnte. Und deswegen müssen wir, bitte? Wir müssen eine Balance finden, aber die ist nur durch eine ganz schrittweise, langsame Annäherung möglich. Und deswegen ist, glaube ich, die Mindestbesteuerung, die sozusagen ein klares Preissignal setzt und eine Berechenbarkeit für die Wirtschaft garantiert, der bessere Weg. Und das schließt ja das andere nicht aus. Wir kriegen aber Zeit, dort ruhig, ich will ja auch beides, wir kriegen da aber mehr Ruhe rein und können etwas sorgfältiger damit umgehen. Die vielbesprochene Photovoltaikanlage. Ich will ja doch gerne zugeben, dass die Photovoltaik und der massive Ausbau, wir hatten in den letzten drei Jahren 7.500 MW pro Jahr, massiv zur Steigerung der EEG-Umlage beigetragen hat. Die jetzigen neuen Anlagen tun es definitiv nicht mehr. Eine neue kleine Photovoltaikanlage kriegt seit Oktober unter 15 Cent. Und eine Photovoltaikanlage entlang der Autobahn, wie Sie sie zurzeit noch sehen, die kriegt ab Oktober neu in Betrieb genommen, gerade mal noch 9,88 Cent. Und deswegen immer wieder mein Hinweis auf die Offshore-Problematik. Das könnte der neue Preistreiber werden, wenn wir uns da nicht sehr schnell zusammensetzen und nach Lösungen suchen. Und wir stehen alle hinter der Offshore-Industrie, weil wir sie in unserem Bundesland wollen und die wirtschaftlichen Chancen auch für unser Bundesland sehen. Das Thema übrigens nochmal USA, Obama. Ist natürlich auch nochmal der Tatsache geschuldet, dass Obama nicht die freie Entscheidung hat, ob er eine Steuer umsetzen will oder er den Grenzwert machen will. Obama hat erkannt, er kriegt keine Steuer durch in seinen Häusern. Das weiß er sehr sicher. Und deswegen ist die einzige Chance, die er hat, als Präsident zu agieren. Und da kann er tatsächlich über die Umweltpolitik solche Grenzwerte erlassen. Und genau das muss er jetzt prüfen, weil ihm die anderen Möglichkeiten praktisch fehlen. Ich glaube also, wenn wir diesen Antrag in den Energieausschuss überweisen und dort nochmal intensiv beraten können, kommen wir vielleicht zu einer Annäherung der Position. Deswegen würde ich mir das wünschen. Und ansonsten kann ich Sie nur bitten, dem Antrag zuzustimmen. Ich danke Ihnen.